Auch heute wieder herzlich willkommen bei Kumann Let's Plays und City Skyline, Green Cities. Ich bin mal ein bisschen recherchieren, was denn da eigentlich los ist in meiner Stadt. Anscheinend habe ich zu viel Gewerbegebiet für die Menge an Büro. Und das müssen wir jetzt mal ein bisschen ändern. Jetzt würde ich mal behaupten, jetzt müssen wir da ein bisschen umzonen. Schauen wir zuerst mal an, wie wir da Begrenzungen gemacht haben. Das ist so, gut. Dann gehen wir mal hierher. Nehmen mal den Pinsel. Nehmen Bürogebiet, machen da alles mal weg. So, das ist alles nicht mehr Gewerbe sofort. So, da warten wir, bis das da alles weg ist. So, die gehen jetzt einen nach dem anderen. Und das machen wir vielleicht da hinten auch gerade. Sodass wir da wirklich ganz etwas Cooles können zwischen denen pinseln. Und das Coole, das heisst. Warte mal. So, und das Coole, das heisst. Bürozone. So. Türkis ist vielleicht Farbe von der Lösung von meinem Problem. So, Mökele da, und da, dann fahren wir da so rauf, da so über, so, vielleicht müssen wir da sogar auch sagen, hey, wir sind da nett und geben da die Möglichkeit, in die Richtung runterzufahren, aber nur runter. So, gehen wir noch mit Zone rein. Gehen wir da nochmal so und dann so. So, und jetzt nimmt es mich ja Wunder, ob das macht. Was soll? Weil so müsste ich ja das Ganze irgendwie dann eigentlich aufheben, oder? Mit Bürogebäude. Also ich hoffe es doch auf alle Fälle. Mal schauen, wie sich die Situation verhaltet. Tun wir mal spulen. So. Und ob die Zeichen weniger werden? Werden es weniger? Ja oder nein? Nein. Es gibt einfach Konkurs. Aber sonst passiert nicht viel. Krass eigentlich, hä? Dann suchen sie wieder Bäume. Also das bringt überhaupt nichts. Da lässt ein Betrieb nach dem anderen durch so. Gut, und Tote gibt es auch dort hinten, habe ich gesehen. Gut, also das war sicher nicht die Lösung des Problems gewesen. Dementsprechend. Wenn wir da mal machen, steuerfrei, ja das ist scheiße. Was wollen wir denn da sonst machen? Richtlinie. Was haben wir denn da? Gebietsabgrenzung. Mhm. Da haben wir auch zu wenig Wohngebiete dran, oder? Habe ich jetzt das richtig verstanden? Also Bildungsschub. Kostenloser Nahverkehr. Wasserverbrauch, Stromverbrauch. St-
Steuerentlastung für gering besiedelte oder dicht. Mal schauen, ob das hilft. Aber es macht jetzt irgendwie die Situation nicht besser, oder? Was passiert jetzt, wenn ich den Knopf hier drücke? Soll ich es mal machen? Gut, aber eben, es hilft nicht weiter. Das heisst, jetzt müssen wir schauen, wenn die da zu wenig schnell so weiterkommen, dann müssen wir vielleicht in der ganzen City und überall noch ein paar Güterbahnhöfe verteilen. Das war vielleicht noch ein Gedanke, den ich mir gemacht habe. Dementsprechend müssen wir mal schauen, was haben wir da. Bahnhof. Normaler Bahnhof. Touristen die Stadt zu besuchen. Ja. Wir machen es lieber so. Wir sind da hinten. Da bauen wir nochmal eine Straße. Das wird eine normale Straße werden. Dann machen wir das so. Dann fahren wir da rüber, nehmen hier den Güterbahnhof. Tun den mal hier in die Nähe. Aha. Wir haben auch zu wenig von diesem Zeug überall. Ich sage das. So läuft das da. Da machen wir vielleicht wieder so. Dann machen wir da nochmal eine. Jetzt müssen wir halt aufmotzen. Ich habe gemeint, ich habe eigentlich denke ich genug Güterzeug und so, aber wenn die das schreiben in diesen Foren, dann machen wir das mal. Aha. Also smilen tun alle auf jeden Fall, alle die irgendwo in der Nähe sind. Wie sieht es denn da aus? Das ist der Flughafen. Wollen wir da mal noch einen Bahnhof hermachen? So, dann machen wir es so. Gehen wir dann schnell wieder runter in die Isch. Vielleicht müssen wir noch einen Güterzug mehr haben. Und zwar vielleicht also einen Güterbahnhof mehr. Vielleicht dahin irgendwo. Alle freuen sich, das ist gut. Dementsprechend jetzt noch Schiene haben. Also warte mal, von da. Super. Jetzt müssen sie auch noch auf der gleichen Höhe sein. Machen wir es so. Von da. Dann. Machen wir es ganz anders. Dann kommen wir da so. So, kommen wir so da her. Dann, wo haben wir den nächsten? Da hinten oben. Page down.
So. Nächste Bahnhof angeschlossen. Wo haben wir noch einen? Da unten haben wir einen her, da, hä? Und wie sieht denn das da aus? Warte mal. Wir haben doch da auch schon einen Bahnhof. Zack, der geht da unten durch. Ah, vom Hauptbahnhof da oben her. Also. So, gehen wir nochmal eins oben. So, langsam da über. Warte mal, falsch. So. So schwierig oder was? Also, nochmal, dann sind wir da. Warte mal. Wir müssen das kurz anders machen. So, jetzt war es so. Sonst geht das nicht. Aber hey, die ersten Flieger. Geil. Warte mal, die Stimme. Meine Stimme geht wieder in den Keller. So. Sind wir wieder da? Gut, wunderbar. Also, komm. Da haben wir gesagt, da Schiene verlegen, unterirdisch. Und zwar von da. Page up, page down, nach da dann. Wie ist jetzt das komisch? So. Also ab und zu brauchen die draußen schon Geduld für mich. Aber es lohnt sich. Im Endeffekt lohnt sich's. So. Das haben wir wollen. Genau, und dann. Kehren wir mit dem nämlich wieder um. Also rund. Wäre das gewesen, eigentlich. Also von da. So.
gut, jetzt schauen wir mal. Das müsste jetzt noch funktionieren, oder? Strom. Machen wir bis da. Flughafen geht auch wieder. Sehr gut. Also, da hinten haben wir eigentlich so halb angeschlossen. Wasser muss der dann noch haben. Strom auch noch. Kann er haben. Gut. Dann wäre das eigentlich gar nicht so schlecht. Der Güterbahnhof ist nämlich da Vollgas am Überlaufen. He? Dann, wo haben wir jetzt noch einen gebaut? Da hinten, da haben wir angeschlossen, der braucht Strom. So. Sehr gut. Wasser hat er, jawohl. Dann... Der ist angeschlossen, ist auch gut. Da fahren sie auch rein und raus, das ist super. Vielleicht beherrschen wir das Problem noch, das wir hatten. Gut. Und da unten, wie sieht es aus? Haben wir da schon Besuch? Ja, mal machen wir so. Ich hoffe, das funktioniert. So. So gross ist unsere Stadt schon. Da noch einmal einzonen. Das da auch nochmal. So, warte. Sehr cool. Und dann wäre da nochmal eins, oder? Da hätten wir da schon alles hingezonet. Krass. So krass. Aber eben. Mal alles einfach so, nicht ganz durchgezogen. Aber zwischendurch kann man mal einen machen so. Weil sonst gibt es dann Chaos. Wunderbar, schau mal, schon vorbereitet für das nächste Bedürfnis. Es müsste auch mal eins kommen. So, wie sieht es da aus? Cresta Resort im Normalbetrieb. Nebendran. Auch.
nicht genügend Verkaufsware. Okay. Aber, das funktioniert doch eigentlich so, es ist gut. Ah, das da hinten haben wir noch gar nicht ein. Ah, das haben wir noch gar nicht angeschlossen. Wie lustig. Gut, wo ist der Zug? Da hinten. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das gleiche Spiel in Grad. Geradeaus. Page down, runter. Und das gleiche Spiel da. Geradeaus. Page down. So. Dann gehen wir da. Das ist hässlich. Dann. Also weißt du was, jetzt machen wir es so. Page down. Wieso machst denn du das jetzt da ausserirdisch? Ich will das nicht. Ja, ich habe keine Nerven. Lassen wir es mal. Gut, und du da. Du fährst jetzt nämlich da. Da her. Genau. So, warte. Der. Und der. Und mit dem fahre ich jetzt Page up. Immer noch falsch. Also, ich fahre mit dem Page up. Ist jetzt nicht die schönste Verbindung, aber es ist eine Verbindung. Das lassen wir jetzt mal so gelten. Gut. Wow. Ich hoffe, das hilft. Ich hoffe, das hilft. Meine lieben Leute. Ich hätte doch so gern glückliche, zufriedene Einwohner, die da nicht immer irgendwie sagen, sie haben zu wenig Kunden und so. Und das mit den Bäumen da hinten. Das ist auch schwierig. Da hat es keinen Platz mehr für nichts. So. Ah, apropos, das müssen wir auch mal wieder schauen. Wie sieht es denn da aus? Das Krankenhaus könnte man mal noch irgendwo hermachen.
Da wäre es relativ mächtig. Oder da. Da hinten machen wir auch so etwas her. Und da vielleicht auch noch. Das ist wichtig. Das ist gut. Ja, und da in der neuen Stadtteil sowieso natürlich. Da haben wir noch gar nichts gemacht. Gesundheit, Feuerwehr. Müssen wir einmal schauen für etwas Grosses, oder? Zum Beispiel das da. Sehr gut. Tun wir das da hinten so provisorisch mal her. Dann, was haben wir da? Polizeiwache. Das ist natürlich blöd. Gefängniskapazität geht langsam ans Ende. Aber da arbeiten wir dran und darum machen wir da irgendwie noch das Gefängnis irgendwo. Das machen wir aber da im Außenbereich. Da, wo nichts los ist. Oder da hinten. Ja, gute Frage. Wo könnte man den Knast hermachen? Krass. Da hinten, beim Güterzug. So, jetzt haben wir da genug Platz. Muss gar keiner auf die Idee kommen, da irgendwie stellen oder irgendwas. Gerade eine Kiste. Genau. So, und weitere 25 Minuten später, ja, verabschiedet sich nicht nur meine Stimme, sondern ich auch mich von dir, von euch allen da draußen, wo da immer fleissig zuschauen, wie sich Künzinger entwickelt. Ich habe das Gefühl, ja, wir sind noch lange nicht am Ende da. Wir haben noch so viele Teile von der Karte, die wir kaufen können. Wenn ich da mal schaue, bis da runter, das ist so cool. Aber ich denke, vielleicht auch das wird der nächste Teil sein. Oder vielleicht auch der da oben. Ich weiß es noch nicht. Und da oben gibt es dann auch noch einen Teil zum Kaufen. Ja, es wird geil. Es wird richtig geil. Super, super. Hey, danke und bis bald. Ciao.